So, ja, ich überlege, mache ich jetzt eine Pause oder mache ich noch ein bisschen weiter? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause, ne? Wir enden ja irgendwie mal hier. Haben jetzt einiges dazu bekommen, einige Waffen, einige Sachen, einige Ziele. Wir sind jetzt auch mittlerweile, ich habe ja schon so ein bisschen was erkundet in dem Vorort vor Venezia, vor Venedig. Und jetzt sind wir in Venedig angekommen. Da machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter, bei der nächsten Aufnahme. In Venedig wird es auf jeden Fall so ablaufen, dass wir da erstmal viel auf Türme gehen. Also erstmal die Türme begutachten, besichtigen und dass wir da die Ecken erstmal freikriegen. Dass wir wissen, ob da irgendwo noch eine Codex-Seite rumfliegt, dass wir das mal eben fertig machen können. Dass wir so in der ersten Stunde die Türme alle abgearbeitet haben oder größtenteils eventuell dann die Codex-Seiten dazu genommen haben. Dass wir bei Leo waren und dann, dass wir wieder hier sind. Dass wir uns dann die nächsten Waffen kaufen. Weil dann werden wir wieder um die 30.000 haben, gehe ich noch von aus. Und ich sehe, ist da hinten noch eine Feder? Das interessiert mich jetzt. Also will ich jetzt mal nachprüfen, ob da jetzt eine Feder ist. Weil immer wenn ich da stehe, dann glitzert mich da immer irgendwas an, weißt du? Ja, natürlich ist da eine Feder. Boah, strahl nicht immer so hell. Das gibt mir mal auf den Senkel. Da ist eine Figur! Okay, wir machen uns bei ihm auf Figuren sammeln. Sind die alle hier in Monteriggioni? Sind die alle in Monteriggioni versteckt? Alle Figuren? Also jetzt nicht alle Federn, aber alle Figuren? Dass sie irgendwo überall so an den kleinsten Ecken rumhocken und mal da so warten, entdeckt zu werden? Tatsache. Hier ist noch eine. Apollo-Statue. Okay. Wir machen uns mal eben noch ein bisschen auf die Statuensuche. Aber sowas von. Ich will nur mal ganz, ganz kurz einmal durchfitzen. Weißt du, einmal so kurz durchfitzen, um zu gucken, wo finden wir was, wo finden wir jetzt nichts. Dass wir die Figur mal eben noch abgeben könnten. Können. Das ist der Wert. Es kribbelt mich schon beim Zusehen. Mich auch. Ich möchte es gerne selber machen. Nicht alles, aber ein bisschen was. So, hier ist jetzt nichts mehr. Ach, da oben ist einer. So. Ja, gut, dann verlabere ich eben noch ein bisschen. Es wird jetzt nochmal, keine Ahnung, Minütchen oder so dauern. Keine Ahnung, 2, 3 Minuten. Das waren eben noch so ein paar Figuren einsammeln, die ich jetzt noch eben auf die Schnelle finde. Warte, machen wir gleich. Eben die andere Seite der Stadt mal eben zu, eben begutachten. Da haben wir auch eine her. Ja, ich kann teilweise von manchen Spielen kann ich einfach nicht loslassen, weil ich sie einfach interessant finde, weil ich einfach entdecken möchte. Ich möchte sehen, was alles noch passiert. Und ich möchte beispielsweise auch wissen, wenn man jetzt alles hat, also alle Statuen, alle Federn, alle Sachen, wie hoch ist der maximale Wert des Spiels? Werden wir aber hier im Let's Play nie erfahren, da ich auf jeden Fall keine Lust habe, alle Federn anzusammeln. Das sei schon mal klar. Also das dauert mir doch echt ein bisschen sehr lange. Weil sind ja nicht nur so ein, zwei Federn, es sind ja so 100 Federn. Auch wenn wir schon im zweistelligen Bereich angekommen sind, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Ah, ich seh noch zwei Figuren. Eine hier. Hier sehe ich jetzt keine mehr. Aber da ist noch eine. Die holen wir uns mal eben natürlich noch. Bei euch sieht das so leicht aus. Ist ja auch easy going. Muss man nur öfter machen. Trainiert sich dann von selbst, weißt du? Ordentlich einen trinken, weißt du? Eine Scheißwette mit einem Freund abschließen, dann geht das schon. So, okay. Dann schauen wir mal eben hier oben nochmal nach. Ob wir vielleicht von dieser Ecke aus noch eine sehen. Eine wäre noch schön, eine wäre noch schön. Wenn nicht, wir bringen die mal eben weg. Ja, wir gehen jetzt mal eben zurück.
Und dann sehen wir auch, wie viel uns noch fehlen. Ich gucke gerade nur, komme ich hier rüber? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wir nehmen mal einen anderen Weg. Gehen wir hier entlang. So. Und hoch mit dir. Ist auch keine mehr. So, die Folge habe ich jetzt ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das passt schon. Ab und zu darf man das ja mal machen, ne? Ja, da müssen, glaube ich, alle punktgenau geschnitten sein, über ungefähr 30 Minuten. Nur die geht jetzt ja irgendwie 36, Wie macht 37 man Minuten wird das? jetzt gehen. Wie macht er das? Mit Beinen. Oder wie meintest du das? Habe ich die Frage falsch verstanden? So, wir schauen mal ganz kurz nach, wie viele uns jetzt überhaupt noch fehlen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ich habe jetzt nämlich gerade nicht mitgezählt. 4, 5, 6 oder so. Interagieren, genau. Interagieren ist immer gut. Bitte was? Okay. So kann man auch reich werden, indem man einfach Geld versteckt und dann verschenkt. Ohne Scheiß, zwei Figuren noch? Really? Ey, jetzt will ich die auch noch finden. Mann, das Spiel lässt nicht los. Das Spiel lässt einfach nicht los. Hallo? Die beiden haben wir noch nicht gefunden. Mal ganz kurz untersuchen. Hier ruhen zwei Brüder. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Okay. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Haben wir einen Glockenturm? Am Ende der Zeit. Ich will die jetzt haben. Na, scheißegal. Ich überlege nur. Was glänzt da? Glänzt da auch was? So, ne, das waren die Bäume, okay. So, einer am Ende der Zeit. Ich weiß nicht, ob das Hinweise sind. Oder ob das einfach nur hingekackelter Scheiß ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme es mal so ein bisschen als kleiner Hinweis. Ja, wir gehen mal da hoch, komm. Wir gehen mal da hoch und schauen uns da mal um. Wenn wir da mal eben so hinkommen. Also hier hatten wir ja eigentlich schon eine gefunden, die sind ja ungefähr im gleichen Abstand. Also ich glaube es nicht, dass wir irgendwie beide oder dass wir irgendwo welche direkt hintereinander finden. Okay, da ist nichts drin. Ich weiß nicht, wenn wir das Adlerauge einsetzen, sehen wir damit eventuell was? Ich glaube, die Prostituierte haben wir auch unheimlich wahrgenommen. Das ging auf. Das ging nicht nur auf die Rüstung. Darunter will ich nicht. Ja, guck mal, machen wir die auch noch offen. Wir machen jetzt die Folge noch. Wir machen jetzt so eine Folge hier in Monte di Gioni. Abenteuer oder sowas. Abenteuerreise.
dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was finden oder so. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn wir hier noch irgendwas Schönes finden. Also die letzten beiden Figuren eventuell wären dann richtig. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil, wenn wir die finden. Aber ich glaube, die finden wir entweder nur durch Zufall oder durch die Hilfe des Internets. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Das ist ja Neuland für uns. Auch wenn der schon echt alt ist, der Spruch. Zum Vergleich, weißt du, der ist schon wirklich lange in Benutzung. Mal kurz gucken. Nein, ist auch nichts. Dann einmal die Truhen öffnen. Ah ja, ja. Da brauche ich gar nicht hingucken, also kann ich aber Knopf nochmal drücken, dann geht das schon von alleine. Wir gehen einfach mal hier oben gerade die Türme durch, weißt du? So, wir können nicht ganz so tief fallen, weißt du? Uns fliegen wir auf die Schnauze. Da bin ich jetzt übrigens extra nicht reingegangen, auch hier nicht, weil hier war ich nämlich schon, wie man sieht. Ende der Zeit. Runter hier. Ich wollte mal was gucken auf dem Glockenturm hier. Okay, da ist nichts. Aber da drin ist was. Mario, der will einfach nicht darunter oder was? Theoretisch könnte man eigentlich auch mal durch die Stadt einfach so laufen. So ohne zu klettern. Vielleicht fällt uns dann was ein. Oder auf. Oder wie auch immer. 2. Ich ahne was. Es sind nur 2. 2 Truhen. Nur, oh. Können wir nicht da aufstehen, oder wie? Das sind aber 2 andere Truhen. Na, sehen nur anders aus. Eines am Ende der Zeit. Eines in tiefer Dunkelheit. Mann, klingt schon fast, als wäre ich poetisch veranlagt. Moin. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Alkohol. Alkohol und ganz viel Langeweile. Okay. Hier ist nirgendwo mehr was zu holen. Die sind ja meistens irgendwie so in Fensterhöhe. Beziehungsweise eher so erster Stock und so, ne? Aber hier ist leider nichts zu finden. Ich geh nochmal ein Stockwerk tiefer hier. Ein großes Stockwerk tiefer. Ich habe irgendwie so den Verdacht, dass es irgendwie in diesem Bereich hier irgendwo ist. Da! Tiefe Dunkelheit ist auf jeden Fall nicht. Neptune! Warte, haben wir nicht sowas auch auf der anderen Seite? Ich gehöre nicht zu denen, die ihr sucht, Signore. Mein Gott. Komm, Freunde. Wenn Signore hat der Kunde ein bisschen, vor allem, wenn er sich von mir leicht. Wir sind wahrscheinlich immer einer links und einer rechts, oder? Mal eben hier nach. Ah, hier ist schon mal nix. Hier hatten wir, glaube ich, einen schon her. Ah, ich war auch mal da hoch. Ein schöner, fester Hintern. Netter Anblick für einen. Ja.
Wie soll ich jetzt mit den Komplimenten umgehen? Ich bin Grieche. Er wird sich noch etwas brechen. Nein, der zuletzt lacht am besten. Sehr gut. Was immer euch erregt hat, es war nicht mein Fehler. Was hat die gesagt? Was euch nicht erregt? Ich weiß nicht, was euch erregt hat. What? Also manche Leute hier, ne? Sollte man dringend auf ihre Wortwahl achten. Oh. Mann, ihr seid auch. Ihr habt auch. Wer hat euch denn ausgebildet? Eine Reaktionszeit, mein Gott. Gibt's da nicht irgendwie irgendwelche Hinweise oder sowas? Wo sich die letzte Statue befinden könnte? Ich weiß, die Stadt ist riesig. Also, gut, es geht. Jetzt nicht so groß, aber sag mal so, sie bietet schon ihre Größe. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber wo könnte die sein? Theoretisch müsst ihr mir so eine Stadtkarte nehmen und einfach mal überall Kreuze machen, wo sie schon mal, wo wir schon mal waren. Wer hat euch gelehrt? Ich bin mir aber nicht sicher, ob die vielleicht auch woanders sitzen könnten. Beispielsweise bei uns in der Bude da oder halt irgendwo in den Türen. Weil die haben wir zum Beispiel nicht abgeklappert. Was? Das haben wir jetzt nicht gemacht, dann fangen wir mal eben damit an. Also wenn ich die jetzt irgendwo durch Zufall hier finde. Aber es sollte eigentlich nicht passieren, wir haben ja alles abgegrast hier. So, war nur Schatten. So. Einmal hoch mit dir. Natürlich haben wir Truhen drin. Eine Truhe. Mit 500, geil. Ah, ich guck mal wieder, ob ich irgendwas Glitzerndes sehe, aber ich sehe nichts. Hä? Du bist auch so ein Affe, weißt du das? Hochklettern kannst du aber runter nicht. Läuft. Okay, wir gehen mal hier gucken nochmal. Nein, dahinter war nichts. Ich höre hier nichts glitzern. Jetzt hört was glitzern. Es ist in jedem Turm auf jeden Fall eine Kiste versteckt. Oh, 606. Die ist spendabel, die Kiste. Oh. Ich würde sagen, da gehen wir mal nicht raus. Wir gehen mal ein bisschen hier raus. Ja, ja, der bricht sich noch die Knochen. Also hier ist eigentlich jetzt nicht mehr viel zu machen, zu erzählen, sag ich mal. Ich habe jetzt auch gerade nichts zu erzählen. Also ich muss jetzt gerade echt gucken. Oh, ich habe was zu zählen. Ich habe nichts mehr zu trinken. Also jedenfalls nicht mehr im Glas. Deswegen mache ich auf jeden Fall jetzt gleich nach der Folge erstmal Feierabend. Mal eben hier auf der Erhöhung gucken. Ja, eine können wir ja schon mal abgeben.
Aber sonst ist hier nichts zu machen, nichts zu holen. Wir klappern jetzt mal eben den Turm, hatten wir glaube ich gerade. Ah, die beiden haben wir noch nicht. Die machen wir eben noch. Dann ist, soll ja auch schon fast Feierabend sein. Vielleicht schauen wir nochmal bei der nächsten Folge halt dann da rein. Vielleicht finden wir dann die letzte Figur. Vielleicht gucke ich auch mal eben nach für die eine Figur. Das weiß ich noch nicht. Kann sein, muss nicht sein. Also, ne? Nein! Oh, du Vollidiot. Na, kommst du hoch? Zwei prachtvolle Kisten warten auf dich. Der braucht immer so lange zum rüber switchen, da denke ich mal, nein. Fuck. Der will doch nicht. So. Einmal runter. Ja, komm, da, ja. Ja, du sollst da runter! Ja, da hast du jetzt davon. Schienbeinbruch, ich weiß. Ja. Weil du nicht hörst, weil du nicht springst oder nicht runtergehst. Er wundert mich auch, hoch kommt er jedes Mal, aber runter ist immer ein Problem. Mal kurz gucken, da ist nichts drin. Können wir hier. Hier können wir hochklettern. Ich wüsste zu gerne, wo das sein soll, das letzte Ding. Also, die letzte Figur. Du bist ein Vollidiot, Alter. Und zwar ein absoluter Vollidiot. Komm, erstmal ab zum Dock. Das geht ja gar nicht mit dir. Ja, und absolut völlig bekloppt. Oh mein Gott. Apothekenbedarf. Im Kauf kostet. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Ja, würde ich ja gerne, wenn er mal das machen würde, was ich will. Der Affe hier. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie die für einen. Ja, die letzte kriegen wir wohl irgendwie nicht. Warum denn das, Amico? Bitte, entspannt euch. Ich überlege gerade mal, einfach da hoch zu klettern. Vielleicht ist da irgendwo drauf. Letzte Figur. Wir haben ja sowieso jetzt gleich schon Folgenende, merke ich gerade. Das ging aber so. Das ging schnell. Wir haben ja, bis auf eine Figur, haben wir alle gefunden. Ich komme so vor, als ob er immer schlechter im Klettern wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das so vor. So, wir laufen einmal hier einmal komplett außen rum über das Gebäude. Vielleicht hier oben irgendwo in dem Fenster oder so. Da oben würde ich auch gerne mal rein. Mal so gucken, was abgeht da oben. Aber da dürfen wir nicht rein. Oder können wir nicht rein, besser gesagt. Können wir nur weiter hoch, weil es ist aber nicht rein. Ja, Gitterfenster, genau. Gitterfenster. Überall alles Gitterfenster. Warum? Ich habe was schimmern gehört, aber ich habe da unten was glitzern gesehen. Meine ich zumindest. Ich sage auch immer gerne, ich könnte mich irren. So. Doch, du sollst da rein, du Hommel. Ja, darunter, ja, guck mal, perfekt, so soll das eigentlich aussehen. Mann. Jetzt mal alles 50.000 Mal sagen und erklären und ja, nicht so mein Fall. Warte mal, hä? Achso, ja, hier ist ja der andere Balkon. Gerade komplett verwirrt gewesen, tut mir leid. Ich klappe mal eben mal das Haus ab, grob.
wir hier irgendwo die letzte Figur finden oder so. Tada! Ah, warte mal, vielleicht hier oben? Man weiß ja nie, wir waren ja schon mal hier, aber... Wie ich ja gerade schon sagte, man weiß ja nie. Doch, ach stimmt, wir sind ja jetzt ganz oben. Ja, genau, wir können ja doch noch ganz oben. Da war ja was. Nur hier können wir nichts machen. Stimmt ja. Was man nicht alles vergisst, wenn man mal nicht überall ist, weißt du? Nee. Komm, nimm die Leiter, bist du... Oh, du bist so ein Volldepp. Bleib doch unten. Vollidiot. Absoluter Vollidiot ist das hier. Aber hier geht's in das Zimmer, genau. Oh, da hätte ich eigentlich auch entlang gehen können. Ach nee, wir wollten ja noch auf die andere Seite, genau. Also wollte ich noch. Mal eben hier gucken gehen, weil hier waren wir noch nie drin. Das ist die Galerie, so wie es aussieht. Wo die ganzen Bilder reinkommen. Ohne Scheiß, das Zimmer gefällt mir so ein bisschen. Es ist groß, weitläufig, hat aber trotzdem dieses, da kann man überall was hinpacken, weißt du? Habe ich noch, neue Dinge bekommen? Neue Dinge? Nein. Ja, Adlerauge können wir irgendwann mal machen, um zu gucken, ob alles stimmt. Das sieht alles gut aus. Voilà, das war die falsche Taste. Mal wieder. Hier können wir auch nichts machen. Okay, dann würde ich sagen... 22.000. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt mal erstmal Kunstwerke. Ja, mit den Waffen, ja, alles schön gut. Aber wir benutzen ja theoretisch sowieso nur die kleine Klinge, ne? Die versteckte Klinge. Und dann machen wir das noch fertig. Ich nochmal hier nach. Ja, nochmal hier nachgucken. Aber ich kann von dieser Scheißfigur gar nicht loslassen. Ich will die halt unbedingt gerade finden. Ja, hier war ja eine, da wird sie schon nicht sein. Es frustriert jetzt nicht, aber ist schon ein bisschen blöd, dass ich sie jetzt nicht gefunden habe. Achso, das ist das, ja genau. Wir wollen ja hier hin zum Kunsthändler. Für Schatzkarten Monteriggioni haben wir ja geholt. Nächstes Mal finden wir etwas, das euch gefällt, Herr. Oh, ich muss auch mal da weggehen. Warte mal, ist hier vielleicht die Figur? Ich hab nur gerade gesehen, hier ist ein Garten. Bin ich wahrhaft gesicht. Ne, ist wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Ah ja. Erstmal alles kaufen hier. Oh, guck mal. Tada! Und schon haben wir es leer gekauft. Danke für eure Patronage. Kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Also den haben wir leer gekauft. Beutel. Warte mal ganz kurz, was haben wir hier gerade noch? Leider Pferd. Achso. Gucken wir uns erstmal das hier, ne? Ohne Scheiß. Perfekt. Können Sie jetzt noch die Kleider färben, wenn wir wollen? Kanada Kupferfarben, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hat ein bisschen was von Link. Das sieht so ein bisschen anders aus. Ach, weißt du was, komm. Ah. Oh. Ah, ein bisschen Geld ausgegeben. Ups. Ach komm, wir bleiben bei erstes Team Weiß, komm. Ich dachte, die kann man einfach so kaufen, dass man die einfach so anlegen kann irgendwann. Aber es ist wohl nicht der Fall gewesen.
Wir füllen mal eben nochmal Medizin. Nackt auf. Euch etwas, Freund? Nein. Apothekenbedarf, wenn wir jetzt komplett. Oh, das reicht nicht. Okay, dann machen wir das. Machen wir das beim nächsten Mal. So, ich gehe mal eben ganz kurz nach oben. Edle Preise für edle Waren. Oh, sowas von. Ich will mal ganz kurz gucken, wo wir jetzt liegen. Liegen wir jetzt schon bei 12.000 Einnahmen in 20 Minuten? Weil ohne Scheiß, wie man sieht, also kaufen ist, glaube ich, kein Problem mehr. Das ist, glaube ich, wirklich gar kein Problem mehr. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Nein, natürlich nicht. Ah, nicht ganz. Okay. Sammlung aber dafür sieht schon mal ganz gut aus. Gemälde. Hier sind die Figuren aber gar nicht aufgezählt, wie ich gerade sehe. Also hier nur die Modelle, die beiden. Da fehlt ja nur noch eins. Siegel haben wir 4 von 6, da fehlen nur noch 2. 5 von 30 Gemälden. Oh, ja. Dementsprechend würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Bis bald, Ezio. Ich habe jetzt noch eine Folge länger gemacht als erwartet und überziehe die jetzt langsam auch schon. Das wollen, also will ich jetzt nicht. Wie es mit euch steht, weiß ich natürlich nicht. Aber ich verabschiede mich von euch. Wir gehen mal wieder raus, ne? Wir gehen mal wieder raus, wie immer. Hier wieder auf unseren super Spezialpunkt. Vielleicht fällt mir jetzt noch mal irgendwas Glitzerndes auf, wenn ich hier einfach noch so rumsitze. Aber es sieht nichts mehr nach Glitzer aus. Und ich verabschiede mich dann jetzt mal von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und... Ernsthaft. Wir nehmen das mal eben raus, dass wir bei der nächsten Aufnahme direkt durchstarten können. So. Ist das dein Ernst? Oh Mann, ey. Okay, Leute, macht es hier bis zur nächsten Aufnahme. Ich mache eine kleine Pause und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.